Appel, der unmittelbar vor dem Gitter sitzt, springt jetzt die Sehnes hier hoch. Es sind einige Heißborne, die jetzt von hinten mit voller Wucht in diese Schutzgitter hineintreten. Sie sehen es hier. Das sind unschöne Szenen, ein faires Spiel, eine ganz klare Sache. Die Partie geht weiter mit einem Freistoß für die Hamburger. Hartlich knallt den Ball weit über das Tor. Europacup-Premiere hier in Arnheim. Man hat sicherlich viel Erfahrung mit solchen Spielen. Ein Stadion, das aus den Nähten platzt. Ein 0:3 Rückstand und jetzt müssten eigentlich die Platzordner hier aktiv werden. Es wird nämlich langsam brenzlig da. Hinter der Hamburger Bank. Das Gitter ist eingedrückt, es wird gespuckt, gedroht. Der Schiedsrichter hat noch nichts gemerkt. Sein Platzverweis und jetzt kommt die Polizei. Die Verankerung. Schwanz und Wand bedrohlich. Auch 30 Meter weiter, Sie sehen es hier und jetzt auf dem Spielfeld. Jakob. Das ist böse Szenen hier. Einzelne Fans versuchen hier über das Gitter zu steigen. Das ist schade, überraschend. Ein Spiel, das ganz normal gelaufen ist. Dann diese rote Karte, die zurecht gezeigt wurde, gegen Wolters, der einmal gelb sah, der hinuntergehen musste, der jetzt immer noch unten ist, am Spielfeld, auf dem Spielfeld. Sie sehen die Szene. 10, 15 Fotografen jetzt in der Nähe, Bilder, die Sie morgen oder übermorgen in den Zeitungen sehen werden. Und Flaschen fliegen nicht nur jetzt hier in dieser Ecke, sondern auch links von uns. Rote Karte gegen wen? Es ist unglaublich. Der Schiedsrichter macht hier alles andere als eine gute Figur. Er hat es viel zu spät bemerkt, was hier an der Seitenlinie passierte, als die HSV-Bank bedroht wurde. Als Jakobs muss hinunter, Magath hatte protestiert. Hier. Hatte interveniert. Jakob muss hinunter. Die Betreuer sind bei ihm. Es ist kaum zu glauben. Ein Spiel, das längst ein Spielchen war. Ich glaube, es war ein Topstoß. Unbeherrscht. Die Spieler haben sich anstecken lassen. Hier, Sie sehen es. Er kann es nicht fassen, er ist provoziert worden. Wieder Knäuel. Ist das zu glauben? Zivilisten neben der Seitenlinie. Ja, und die Polizisten, die Platzordner, man kann sie fast an den Fingern zweier Hände abzählen. Sie sind total überfordert. Jetzt kommen noch ganz gemächlich hier unter uns. 8, 9 uniformierte Herren. Europacup-Premiere in Arnheim. Tolle Stimmung zu Beginn. Schöne Tore. Ein Spiel, das entschieden ist. Dann kommen 3, 4 Fans, randalieren hinter der Hamburger Bank. Der Schiedsrichter stellt einen Holländer vom Platz zurecht. Er sieht nicht, was hinter der Seitenlinie passiert. Unterbricht dann. Und dann diese Szenen, die Sie eben gesehen haben. Schade. Spielunterbrechung circa 8, 9 Minuten. Und Sie singen wieder jetzt im Stadion. Letzte große internationale Spiel, an das ich mich erinnere, wo, man kann nicht sagen, Vergleichbares geschah, aber wo die Partie ebenfalls unterbrochen war bei der Europameisterschaft in Turin, England, Belgien. Abseitsposition, abseits, abseits, abseits.